Ich habe mir heute als Stelle eine Außenkurve rausgesucht. Die Fische stehen noch tief, weil das Wasser sehr kalt ist. Und da hoffe ich mal, dass hier sich ein paar verstecken. Als Futter verwende ich ein dunkles Federfutter. Das solltet ihr im Frühjahr und im Winter immer an den Gewässergrund anpassen. Ihr seht, es ist auch relativ dunkel. Dann passt das dunkle Futter hier ganz gut dazu. Wichtig ist, dass ihr dann euer Futter vor dem Angeln noch durch so ein Sieb durchdrückt. Weil wenn ihr das nicht macht, das kann man hier gut erkennen, hier sind richtig kleine grobe Stückle drin, gerade so ein Bollen hier. Und wenn die Fische so einen im Winter oder im Frühjahr finden, dann sind die schnell gesättigt und verlassen unseren Platz. Die Wassertemperatur liegt hier am Rand noch unter 10 Grad. Das heißt, wenig füttern heute. Als Montage verwende ich eine einfache Schlaufenmontage. Da läuft der Futterkorb auf einem Wirbel in eine Schlaufe von etwa 20 bis 30 cm. Dann habe ich ein 50 bis 60 cm langes Vorfach. Ganz unten einen kleinen Haken und da spieße ich die Würmer auf. Wenn ihr an einem Fluss federt, dann solltet ihr eure Ruten möglichst steil aufstellen. Am besten so, dass zwischen Schnur und Rutenspitze ein Winkel von ungefähr 90 Grad entsteht. Weil je steiler die Rute steht, desto weniger Strömungsdruck kommt auf die Schnur und ihr könnt die Bisse besser erkennen. Für manche, die zum ersten Mal im Fluss federn, ihr seht die Spitze, die geht immer ganz gleichmäßig hoch und runter. Das sind keine Bisse, sondern es ist die Strömung, die auf die Schnur drückt. Und deshalb zum Beispiel zwar das Fleisch ein bisschen weiter rutscht auf dem Grund. Also wenn ein Biss kommt, das seht ihr ganz deutlich, das schlägt die Rutenspitze richtig arg nach unten aus. Ich habe mittlerweile die Stelle gewechselt. An der alten hatte ich 2 Stunden lang keinen einzigen Zupfer. Bin ich mal hierher gefahren. Ich weiß nicht genau, ob man es auf der Kamera erkennen kann. Aber im Fluss, da verlaufen hier Sandbänke. Und dazwischen sind richtig tiefe kleine Löcher. Und in den Löcher biete ich jetzt gerade meine Köder an. Und ich denke mal, dass da ein paar Fische drinstehen werden. Beim Federn ist wichtig, dass ihr immer dieselbe Stelle mit eurem Futterkorb trefft. Ansonsten verteilen sich die Fische auf den verschiedenen Futterplätzen und ihr fangt weniger. Um immer dieselbe Richtung zu werfen, sucht ihr euch am gegenüberliegenden Ufer irgendeinen Gegenstand. Das kann zum Beispiel der Baum hier sein. Und den visiert ihr bei jedem Wurf neu an. Und die richtige Wurfweite bestimmt ihr, indem ihr auswerft. Und wenn der Futterkorb am richtigen Platz liegt, hakt ihr eure Hauptschnur in den Schnurclip ein. Wenn irgendwann die Bisse ausbleiben, dann wechsle ich von dem Futterkorb auf ein normales Birnblei, weil sonst besteht die Gefahr, dass ich die Fische überfütter. Gerade habe ich den Biss auf die Federrute bekommen. Ich hatte einen halben Tauwurm dran. Geiler Fisch. Ihr glaubt mir nicht, was gerade gebissen hat auf meine Federmontage. Beim Einholen, ich zeig's mal. Ein Hecht mit 64 cm. Geiles Teil, hat aber schon Zeit. Den schmeiß ich schnell wieder zurück.